Lukas Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Jesus wird geboren. Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus eine Volkszählung im ganzen römischen Reich an. Dies war die erste Volkszählung. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Und weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und er nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz mehr gab. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie, aber die Hirten erschraken. Der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wow, was für eine klare und schöne Sternennacht. Das ist der Hammer. Findest du? Also kalt ist es. Also ich bin froh, dass der Tag langsam zu Ende ist. Erst der Stress mit den Schafen, später noch die Wölfe. Ist schon in Ordnung so. Sieh es doch positiv. Das Schaf haben wir gefunden und die Wölfe in die Flucht geschlagen. Ja, okay. Ja, so ein Hirtenjob ist ja kein Zuckerschlecken. Wem sagst du das? Ein richtiger Knochenjob ist das. Ja, nur, wer weiß das denn schon? Die Leute im Dorf haben das Gefühl, dass wir nur den ganzen Tag auf der faulen Haut herumliegen. Das stimmt. Die Leute unterschätzen, was wir tagtäglich leisten. Wir mögen einfache Leute sein, aber keine teuren Kleider haben. Dennoch sollte unsere Arbeit ein bisschen mehr geschätzt werden. Ich kann euch ja verstehen. Lasst sie trotzdem denken, was sie wollen. Ich meine, wir haben doch alles, was wir zum Leben brauchen. Frische Luft, leckere Schafsmilch und Käse und erst noch die Wolle, die uns schön warm hält. Apropos Essen, was haben wir überhaupt hier? Sag mal, frische Milch, Ladenbrot. Was? Wow. Das ist ein grelles Licht. Es wird immer heller. Das ist der Geist. Habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen, denn heute Nacht ist Christus, der Herr, der Retter, in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und ihr werdet ihn daran erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen, komme, dass die Blitze Kindlein zu schauen. Christus, der Herr, ist heute geboren. Den Gott zum Heiland euch hat der Kuchen. Fürchtet euch nicht. Lasset uns sehen in Bethlehem Stall, was uns verheißen der himmlische Schall. Was wir dort finden, lasset uns kündigen, was wir dort preisen, das wollen wir weisen. Halleluja. Wahrlich, die Engel verkündigen heut, Bethlehems Hirten voll gar große Freude.
Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in einer Futterkrippe. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel über ihn und über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die diesen Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war genau so, wie es ihnen angekündigt worden war. Wow, so etwas Wunderschönes habe ich noch nie zuvor in meinem Leben jemals gesehen, geschweige denn gehört. Ich fühle mich gerade so leicht und unbeschwert. Ich könnte die ganze Welt umarmen. Ja, mir geht es genauso. Aber sag, ich meine, was hat der Engel eigentlich gemeint? Also, der Retter ist geboren in Bethlehem? In einer Futterkrippe? Okay, ich verstehe es nicht ganz. Meinst du das ernst? Das ist ja völlig klar, was der Engel gemeint hat. Das haben uns ja die Ältesten immer erzählt. Der Messias, der Retter, wird kommen und uns retten. Ja, aber wenn du mich fragst, ich kann das alles überhaupt nicht glauben. Warum sollte der Engel gerade uns einfachen Hirten erscheinen? Also, das haben wir uns doch nur eingebildet. Ja, für mich ist es auch komplett verrückt. Und dann auch diese Reise nach Bethlehem um diese Uhrzeit, ziemlich gefährlich, wenn ihr mich fragt. Also für mich ist die Sache klar. Gott will, dass wir das neugeborene Christuskind willkommen heißen. Und wir sollen das tun. Warum? Das spielt doch gar keine Rolle. Du sagst es. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem uns der Herr erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Ihr zwei, ihr bleibt hier und hütet die Herde. Gott wird euch beistehen und Gelingen schenken. Gut, dann packen wir zusammen. Gehen zurück zur Herde. Habt ihr alles beisammen? Ja, ich habe alles. Passt. Ja. Dann lasst uns losziehen. Ich bin bereit. Ich kann es immer noch nicht fassen. Unglaublich. Ha, Engel, hallo? Ja. Wohin sollen wir jetzt? Ich denke, hier links. Ja. Okay. Ich bin echt gespannt, was uns da erwarten wird. Du sagst es. Und jetzt? Nach links oder nach rechts? Links. Ich glaube, da vorne ist es. Ja, da muss es sein. Komm, schnell! Wir haben es geschafft. Wow. Seht nur. Wow. Unglaublich. Ich bin echt sprachlos. Der Segen, der von dem Kind ausgeht, du kannst es richtig spüren. Da ist was da. Da ist Kraft da, da ist Liebe da, da ist Frieden da. Das ist wie Himmel. Ich glaube, Gott hat noch einiges vor mit dem Kind. Ich habe immer noch Gänsehaut. So sehr hat mich die Stimmung im Stall berührt. Dabei war es doch nur ein Stall. Ja, ich fühle mich zum zweiten Mal an diesem Abend völlig benommen. In einer positiven Art und Weise, wie ich es noch nie zuvor gespürt habe. Wow. Hey, habt ihr eigentlich von der turbulenten Anreise von Maria und Josef mitbekommen? Nee. Nee. Da muss ich euch auf der Rückreise ausführlich davon erzählen.
Aber ihr könnt mir glauben, die beiden haben echt etwas erlebt. Unglaublich, dabei haben sie uns noch so gastfreundlich empfangen, als ob wir beste Freunde wären. Total, wow. Ja, und wie Maria uns die Geschichte mit den Engeln und der frohen Botschaft erzählen ließ, es hat sie sichtlich berührt. Und ich glaube, es hat ihr sehr viel bedeutet. Wie dem auch sei, kommt, wir gehen zurück zur Herde. Wir erzählen den anderen, was wir heute Abend gesehen und gehört haben. Du sagst es. Amen, Bruder. Amen.